Schön waren sie, die Sommerspiele in London. Deshalb möchte der Landessportbund Hessen gemeinsam mit Spitzensportlern wie Jan-Felix Knobel und anderen prominenten Gästen das Wir-Gefühl und die emotionalen Höhepunkte von Olympia noch einmal aufleben lassen. Das ist wirklich so ein Highlight jedes Jahr. Für uns ist das so der Schluss des sportlichen Zyklus. Die Wettkämpfe im Sommer und dann im Herbst dann das festliche Ende. Ich finde, das hat wirklich was. Und vor allen Dingen, der Ball hat sich toll entwickelt, es ist eine tolle Atmosphäre da. Das ist nicht steif, die Sportler, man hat ein gemeinsames Thema. Vor allen Dingen jetzt nach der Olympiade gibt es wirklich viel zu erzählen. Und genau deshalb haben sich die Vorstandsmitglieder bei der Auswahl des Mottos einen ganz besonderen Leitsatz ausgedacht. Wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, was wir dieses Jahr schön finden würden. Und Olympia, die Olympischen Spiele auf dem eigenen Kontinent, das hat natürlich schon was von Träume werden war. Hessische Sportler, die dabei sind, die Erfolge hatten, die Atmosphäre wieder auch zurück nach Hessen getragen haben. Die Olympische Ballnacht findet wie schon in den letzten Jahren im Kurhaus in Wiesbaden statt. So soll auch gezeigt werden, dass der Landessportbund Hessen nicht nur den Sport im eigentlichen Sinne fördert, sondern dass wir auch feiern können, dass wir im gesellschaftlichen Rahmen mit Vertretern aus Politik, aus Wirtschaft und Gesellschaft zusammenkommen. Deswegen ist es, ich sag mal, für das Bild des Sportes in der Öffentlichkeit sehr wichtig. Neben den zahlreichen Showacts werden auch die Sportlerin und der Sportler des Jahres ausgezeichnet. Wer dazu den Top-Favoriten zählt, ist noch unklar. Aber gute Chancen hat auch Hammerwerferin Katrin Klaas, die in London mit einer persönlichen Bestleistung den 5. Rang belegen konnte. Die Briten haben das unheimlich gut organisiert. Es war, die Stimmung war auch morgens um 10 schon mit 80.000 Leuten im Stadion atemberaubend. Gänsehaut von vorne bis hinten, abends im Finale, das war Wahnsinn, was sie da auf die Beine gestellt haben. Wer am Ende die Auszeichnung in den Händen halten darf und wie viel Energie und Schwung von den Sportlern bis nach Wiesbaden getragen werden konnte, wird sich am 29. September zeigen.